So, zu Gast bei Chelsea und ich darf noch was verkünden. Es gibt drei weitere Neuzugänge in der nächsten Saison. Davon ist eine so eine kleine, naja, wie soll ich sagen, ein Star dabei, ja. Star ist jetzt ein bisschen dumm ausgedrückt vielleicht, ausgedrückt natürlich. Denn jetzt ist er sicher kein Star mehr hier, aber in der heutigen Zeit ist er ein Riesenstar im Fußball und der wird zu uns kommen. Zudem habe ich noch einen Williams-Ersatz mir gegönnt. Wir werden dann auch schauen, was wir ausmustern werden nächste Saison. Aber gut, jetzt gegen Chelsea konzentrieren hier im FA Cup. Die Möglichkeit hier noch international einen Startplatz durch einen Cup zu sichern. Ja, Baker wieder dabei. Ja, Saga. Oh mein Gott, denkt er, haben wir so gut. Aber der hat den Ball schon wieder. Und das ist Rossi. Etwas ungelungenen Pass. Er ist ein bisschen nervös. Frage ist, warum? Belotti im Absatz. 19 Minuten gespielt und Burger. Rossi. Jan Ludwigsson. Son. Taylor und Umtiti.
ist Eduardo Rossi im Zug gleich hier. Has indicated there will be a minimum of 2 minutes at any time. Yes, I thought. So, Halbzeitstand 0-0. Eduardo Rossi hätte ja gern den Pfiff gehört. Tja, dieses Plätzchen kommt zu 100% an. Son. Und es ist drin, 0-1-6 Hitter. Heung-Min Son, 61. Spielminute und es steht 0-1, Doppelpass hier mit Gani. Rossi geht, Barrett kommt. Goal for the visitors. Number 23, Heung-Min Son. Schmidt jetzt drin. Barrett gut gemacht, bisschen zu. Hat mitgenommen den Ball. Courtois. Und gegen Marseille geht es in der Champions League für Chelsea das nächste Mal weiter.
So, Kramaric will jetzt auch kommen. Ja, jetzt sind 10 Minuten. Lionel Messi kommt. Und abseits. Und jetzt glaube ich, Chelsea auch offensiver. Und das Ganze hier reingehen. Fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Und das war's. Man schießt Chelsea aus dem FA Cup raus. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und einmal gut. Ciao.